Oh, hey. Läuft die Aufnahme? Ja, die Aufnahme läuft. Wunderbar. Silly Huhn ist hier auf sillyhuhn.com, dem gratis erreichbaren Anarchie-Minecraft-Server Lasergurkenland. Alternativ momentan immer noch die IP-Adresse 149.202.127.134. Aber wir werden natürlich die neue tolle Domain sillyhuhn.com verwenden, um hier auf diesen gratis erreichbaren Server zu joinen. Und ja, also wenn ihr das Video gerade seht, nur rauf auf den Server sollte erreichbar sein, auch wenn dieses Video schon etwas älter ist. Der Server ist geplant, sehr, sehr lange online zu bleiben und das Ganze hier ist eigentlich nur ein Werbevideo. Deswegen kurz ein paar Worte zum Server. Der Server ist gratis erreichbar, ist Vanilla, hat keine Administration, hat kaum Spieler, also sprich, ihr könnt den für eure eigenen privaten Vanilla-Fantasien verwenden und hier eigentlich machen, was ihr wollt. Was ganz toll ist. Ich habe jetzt eben mein Startskript ein bisschen umgebastelt, so dass der Server auch jetzt automatisch immer neu startet, wenn der crasht. Weil, naja, Microsoft hat das neue Minecraft auch nicht wirklich stabiler gemacht. Und der Server war jetzt gerade ein paar Stunden offline, ohne dass ich das gemerkt habe, weil ich meine, ich habe hier keine Interaktion mit den drei Usern, die hier spielen, außerhalb von diesem Server. Sprich, das kann mir nicht wirklich jemand reporten, wenn der Server aus ist. Deswegen startet der Server jetzt eigentlich immer direkt neu, wenn er crasht. Das sind gute Neuigkeiten. Also sollte der Server jetzt eigentlich durchgehend online bleiben. Sprich, wenn er offline geht, dann einfach 10 Sekunden warten und er sollte wieder online kommen. Das ist doch super. Sprich, ihr könnt jetzt direkt drauf connecten, weil hier gibt es eigentlich weiter nicht viel zu sehen. Ich habe off-camera. Oh, off-camera war krass. Ich habe eine Unbreaking 3, Efficiency 4, Fortune 3 Pickaxe enchanten können. Und die andere auch. Also hier meine Main Pickaxe, um Sachen abzubauen. Die Rüstung leidet ein bisschen, aber jetzt ist mittlerweile alles fertig hier. Das ist die fette Tierfarm, wo man gut XP farmen kann. Und genau, dann kann man mal die ganzen Vorratsdiamanten verbraten oder mit den neuen Pickaxes auch neue Diamanten farmen, um dann hier weiter auszurüsten für Rüstung. Und dann würde ich noch auf Bücherregale gehen mit den Kühen und der Sugarcane Farm, damit genau beim Weiterziehen man dann wieder den vollen Stack hat. Das ist immer ganz nett. Genau. Ja, und der Plan für die Folge ist, dass ich hier so ein bisschen Sachen Kram aufräume in meinem Zimmer und so, wisst Bescheid. Und derweil hier AFK sein werde, die Kühe und die Hühner immer ein bisschen paaren, ein bisschen Weizen farmen, ne, alles so vor sich hin vegetieren lassen. Das kann man jetzt hier erstmal alles abfarmen. Also ist keine spannende Folge. Nicht, dass die anderen spannend wären, aber das ist mal wieder eine besonders inhaltslose Folge. Soweit zum Plan. Gibt dann auch keinen Talk. Okay, das ist doch schon mal gut. Ein bisschen Weizen. Das ist auch wieder voll. Habe ich mir vorher was von genommen. Okay. Super. Ja, so weit, so gut. Dann ab in den AFK-Bunker. Hier sollte alles sicher sein.
schon halbes ASMR-Video hier, ne? Okay. Warte, wie lange läuft die Aufnahme schon? Die Aufnahme läuft seit 16 Minuten. Das ist doch eigentlich eine schöne Folgenlänge. Dann werde ich noch mal ein bisschen Kram abfahren. Und dann würde ich mal einen Cut setzen. Weizenfeld ist ein bisschen klein, habe ich das Gefühl. Ich denke, ich sollte in die Ender-Chest, wenn nicht sogar ins Inventar, einen guten Vorrat von Dings packen. Von Tools und Rüstung und sowas. Das ist vermutlich eine schlaue Idee. Diamanten, wenn man das alles entscharten will und wenn das Quality-Zeug sein soll. Jetzt eigentlich nicht den ganzen Vorrat auf. Oh Mann, naja gut, zweimal Fortune 3 drauf kriegen wäre wahrscheinlich auch ein bisschen viel. Die Efficiency wird früher brechen, richtig. Also, beide haben an. Ja. Ja. Okay. So. Was steht denn noch an? Ein Helm. Was hatte der denn? Ach, der war eh crappy. Unbreaking 3. Ah, ja. Das ist gut. Unbreaking 3 Helm ist eine sehr gute Sache. Darauf. Boah, das, bis ich das nächste Mal Level 30 bin, habe ich das locker wieder vergessen. Okay, irgendwie habe ich ein bisschen Bock da hinten jetzt, um das Feld größer zu machen. Ein bisschen mehr Weizen würde mir schon taugen. Ja, bis hier reicht. Ja. Ist doch eine schöne Länge. Ist wahrscheinlich gerade noch ein Chunk, der lädt. Leute, Microsoft, ihr macht mich fertig. Ich meine, Mojang hat damals schon natürlich nicht das stabilste Game an die abgegeben, aber nur Features raushauen, statt hier mal das Spiel stabiler machen. Ich weiß nicht, ist irgendwie nicht so mein Ding. Ich würde auf jede Menge Feature verzichten, damit das Spiel performanter und bugfreier laufen würde. Das wäre schon deutlich nicer.
Aber mal. Wer fragt mich? Da hängt eine Fackel dran, oder? Locker. Righty. Ja, dann machen wir das so mit der Deckenbeleuchtung. Habe ich dabei locker, ja, stark. Okay, stört. Mann, es ist still ohne Talk, Leute, ich sag's euch. Ich fange jetzt hier nicht an, in der AFK-Folge ein auf normales Let's Play zu machen oder so. Es ist immer noch ein liebloses Werbevideo hier, das darf man nicht vergessen. Bräuchte ich mal unten so eine Einblendung von Dauerwerbesendung, aber kein Bock, die Videos zu editieren. Viel zu viel Arbeit. Ich bräuchte mal ein Unbreaking-Schwert. Ah ja, das nächste ist Unbreaking. Das ist doch gut. Das nächste Schwert wird echt gut. Das ist natürlich schade, dass es Fire Aspect Mike ist. Aber so viel habe ich das eh nicht verwendet, um mir gebratenes Essen zu holen oder sowas. Ich habe mich meistens nur selbst damit angezündet, also von daher verkraftbarer Verlust. Irgendwas wollte ich holen. Ach, Dirt. Dirt. Dirt.
Ich weiß nicht, ob ich mir den Helm besser merke, wenn er da unten ist, weil da schaue ich eher weniger beim Enchanten hin, aber so erinnert er mich die ganze Zeit daran. Keine Ahnung, was da die beste Technik ist. Ich glaube, genauso habe ich es das letzte Mal beim Helm verkackt, dass der kein Unbreaking 3 hatte. Da habe ich dann irgendwas anderes enchantet und dann einfach den Helm. Ich dachte, da ist immer noch Unbreaking drauf und dann Flop. Flop-Helm. Oh shit, das wird sie nicht mehr, oder? Die geht kaputt. Ich hätte doch hier ein Crafting Table hinmachen sollen, anstatt zu laufen, oder? Komm schon! Woohoo! Oh boy! Yeah! Warte, wie viele hatte ich noch? 3. Okay. Das geht doch knapper. Lol, als ob die. Ich werde die Seeds aus der Ender Chest anbrechen. Auch allein für die Hühner und so. Die haben wir ja schnell wieder drinnen. Dafür habe ich sie ja da als Starthilfe. Wobei ich dachte, ich bin hier eigentlich schon etabliert genug, dass ich keine Starthilfe mehr brauche. Falsch gedacht. Okay. Ja, stark. Nächstes Mal bin ich in Level 30 und dann ist der Helm dran. Ja, mit den Schuhen geht es eigentlich noch am besten, aber Schuhe brechen auch so schnell, also Unbreaking 2. Also brauche ich eigentlich nochmal eine ganze Rüstung, ein paar Pickaxes, wenn ich jetzt noch mal hingehen will und ein paar Dias wiederholen. Ja, und die Schaufel ist auch weg. Okay. Ja, die Schaufel. Daraus kann man gleich direkt noch eine Schaufel machen. Okay. Dann kann man die mal abbauen. Ach, die waren nice, die Schaufeln. Aber ich glaube, Unbreaking ist fast besser, weil Schaufeln sind eh so schnell. Klar, unter Wasser, dies, das, und wenn man irgendwo wegrennen will, sind die schon echt praktisch, diese Schaufeln, um auch kurz Blöcke zu holen, aber dank diesem Buggy Minecraft ist es einfach nur nervig, diese Schaufeln. Wenn dann die Blöcke so komisch rumglitschen, das macht keinen Spaß. Boah! Da kam denn der ganze Schaden jetzt auf einmal. Was ist Skill yet? Oh. Das wird wohl eine Kraterlandschaft hier. Ich will das aber nicht. Soll ich das so cheap aushöhlen? I don't know. Normalerweise macht Kabel mehr Sinn, aber ist eher so eine Langzeitsache mit dem Kabel drunter. Und
Das ist ja kein Langzeit-Base-Sieg. Boah, von beiden Seiten. Okay, ja. Der ist nicht schlecht. Da kann ich mich nicht beschweren. Da kann ich mich nicht beschweren. Ich habe da einen halben Stack Holz reingelegt in diesen Ofen. Und das ist nicht ganz durchgebrannt. Also, Dings, Lock. Also nicht Wut. So, Rohholz. Krass. Ja, Holzkohle ist wahrscheinlich nicht das Effizienteste. Meinen gehen sollte echt mal. Ja, sollte ich echt mal machen. Ah, hier ist die andere Stackhälfte. Ja, ich weiß, ich habe Kohle, aber für Fackeln und so. Genau, ja, direkt wieder runter. Schaufel, Pickaxe. Da geht noch mehr. Ja, eigentlich könnte man die Hühner mit Lava killen und ein paar Snacks aus dieser Wohnung. Aber ich weiß nicht, ich würde fast eher auf die XP-Geier. Naja, cool ist knapp. Ja, ein bisschen Essen für unterwegs wäre schon gut. Okay, Eier für die Weiterreise sind jetzt auf jeden Fall auch da. Ja, die Folge wird wahrscheinlich ein bisschen lang, aber das werden sie ja alle.
Ja, ich vermisse die alten Zeiten. Hört man mich hier hinten? Ich weiß es nicht. Als wir drüben noch eine Enderfarm hatten, im End, ja, da ging es mit dem Schatten anders ab. Da musste man nicht nebenbei AFK sein. Level 30 in 10 Sekunden. Ja gut, vielleicht 20 Sekunden, keine Ahnung. Und das durchgehend. Ja, ich weiß nicht, ob so ein Reichtum wieder mal zurückkommen wird. Ich weiß nicht, wie viele Endportale es gibt, aber das Endportal, was wir da hatten, war auf jeden Fall viel zu nah am Spawn, um irgendwie sicher zu sein. Sehr ungünstig. Im Inventar. Seeds gibt es ja keine mehr, okay. Ja, krass, sind wir alle verballert. Ja, hart. Also, Hühnerfarm ist mir noch nie an Seeds gescheitert, weil ich sonst immer fette Felder direkt baue. Oh Mann, hey. Aber vielleicht gibt es noch ein paar Knochen, womit man das Ganze beschleunigen könnte. Sonst halt Kühe, ne?
Leute, dann gehe ich noch mal kurz Zeug abfarmen hier und dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. Irgendwer muss die auch noch hochladen. Sieht's hier? Oh je, das ist ja eine dünne Ausbeute. Aber für Level 30 könnte es reichen. Ist das der auf Sand laufende Sound? War das nicht mal anders bei Weizen? Nicht gerade. War das nicht mal der Blätter-Sound oder so? Nee, come on, boys. Ach, bin ich schwach. Yeah. Okay, Schaufel, Pickaxe. Krass, der Slapis macht auch langsam schwach. Okay, Efficiency ist natürlich geil. Ja, wobei ich da lieber ja Unbreaking hätte, ne, bei der Schaufel. Silk Touch. I don't know. Ich würde die fast als Main Pickaxe nehmen und dann einfach weg damit, weil oh, Silk Touch ist so nervig. Ja, ich kann mit dir auf der Wanderung kann ich die als Main haben und dann für die Ender Chest verwenden. Ja, das ist eine gute Sache. Okay. Ja, nee, doch. Ist nicht so schlimm. Ja, wenn man halt Erze damit abbauen will, ist nicht schlimm. Eigentlich kann man auch die Kohle für XP verballern. Ist fast eine Idee. Ist eine Kante. Natürlich auch immer eine gute XP-Einnahmequelle. Ja. Und aus dem dann Fackeln fürs Mining oder wieder mehr Kohle bei rausspringt. Jo. Gut. Okay, Leute, das war's dann wieder mal mit dieser Folge. Nicht vergessen, auf Lasergucken joinen mit der IP 149. 202.127.134 alternativ sillyhuhn.com als Domain gratis erreichbarer Vanilla-Server ohne Regeln. Tschüss!